und macht direkt eine zweite Aufnahme. Toll, das Bisum ist direkt verletzt. Es kam direkt kaputt an. So, wir kommen zurück in der Aufnahme. Wir rufen mal eben den Tierarzt, dass er sich um die kümmert. Veterinärforschung ist auch abgeschlossen, wird wahrscheinlich für die Schildkröten sein. Die sind dann fertig, dann können wir den direkt ansetzen für den nächsten amerikanischen Bison. Dem bestimmt gerade auch zu kalt ist. So, lebt mit anderen Arten zusammen, also profitiert davon. Zeig mir mal bitte in der Zoopedia, obwohl der kommt, also wir sind in Kanada. So weit entfernt sind wir jetzt nicht von einem Ort, wo sie leben würden. Also ist in USA und Kanada beheimatet. Also wird es letztendlich schon richtig sein, dass das Bison hier ist. Guck mal, 0 bis 40 Grad. Jetzt haben wir minus 3, das wird das Tier aushalten. Da müssen wir nicht mal irgendwelche Anpassungen im Gehege machen. Wir müssen nur ein bisschen Pflanzen aufbauen. Nordamerikanisch. Graslandschaft. Kleine soziale Gruppe. Ach, der braucht mindestens zwei. Ja, und eine ist ja gerade weggebracht worden, weil die leider krank ist. Ich glaube, die kommt gerade wieder. Dann holen wir noch eine dritte. Dann ist die soziale Gruppe auf 3 und ich glaube, das ist ganz gut. Das Bison wurde mit DHL geliefert, hat nicht im Briefkasten gepasst, obwohl es wurde passend gemacht einfach. Vor allem, dass das Tier Omusuppe heißt, ey. Omusup. So, sind eure amerikanischen Bison-Informationen. Ach, sieh mal einer an, man kann die Reichweite sogar erhöhen. Das ist eigentlich eine erfundene Sprache oder kann dieses, ist das irgendwie, ich würde einfach sagen, es ist Französisch, weil ich Französisch nicht kann. Le Lada Ondo Titassa.
So, dann kriegt ihr erstmal was zu futtern. Ich glaube, mit den Bisons werden wir ein bisschen schneller fertig sein. Die dürfen auch normalen Rückzugsort haben. Und einen Eisklumpen zum Spielen. Ist die jetzt tot? Lebt die? Oder... Ich schicke die jetzt einfach zurück, weil irgendwie die Lebenserwartung hüpft von links nach rechts. Vielleicht ist sie tot, vielleicht lebt sie noch. Keine Ahnung. Große Kakabiss. Vor allem der sagt mir, es gibt genug Rückzugsorte für alle Tiere, dabei gibt es ja gar keinen Rückzugsort hier drin. Weil ich glaube, die brauchen wirklich nur einen Sichtschutz. Und die Schlafgehege sind halt so ein bisschen optional. Spielzeug und Futter freigeschaltet. So, kein Strom. Gib mir Strom. Umgebungslautsprecher, ich glaube, der war für Tiere. Ja, das ist der Infolautsprecher nochmal. Und die können zusammenleben. Oh.
Lebensqualität, Futterbeschaffung, da gibt's noch nichts. Haben wir noch nichts erforscht, kommt noch. Gabelbock. Nicht gefährdet. Bling. Auch schade, gibt es keine. So, was nehmen wir als dritte Tierart? Haben wir noch irgendwas Kleines? Wir gucken mal Tierhandel. Der V, da weiß ich ja, dass die sich, aus der Beta noch, die vermehren sich ja wie die Pest. Leistenkrokodile, ha. Endulo. Ngozi. Ich weiß nicht, was ein Yala ist. Rappenantilopen. Weißschwanzgnu. Männchen und Weibchen. Ob denn das hier reicht? Das ist übrigens auch eine coole Sache mit dieser unsichtbaren Barriere. Obwohl sie gerade nicht so funktioniert, wie sie sollte. Ah, ich glaube, das Gehege wird schon groß genug sein für die. Und es hat Herzchen für Form. Dann kommt mal her. Die Tiere jetzt einsetze, habe ich bestimmt das dann geschafft, das Bronzeabzeichen. Ah ne, ich muss erst 350 Gäste haben. Ich weiß nicht mal, wie die aktuell drauf sind bei mir, die Gäste.
80% Gästezufriedenheit. Hunger, Durst, ich fahre doch nicht in den Zoo, um mir nur Mitarbeitereinrichtungen anzusehen. Ich fahre doch nicht in den Zoo, bla bla bla. Dieser Zoo wirkt ziemlich klein. Die Ticketpreise sind gut. Der Ausblick ist okay. Elefanten, die sind klein. So, die finden die gesamte Pflanzenfauna hier kacke. Ball kommt aus dem falschen Gebiet. Und die brauchen mehr als zwei, was scheiße ist, weil es gab nur zwei. Ach, die können mit den Rappenantilopen zusammenleben. Machen wir das Ding einfach voll. Hier ist eine hohe Arbeitsbelastung. Der Techniker hat auch so gut wie keine Energie. Die Tierpfleger sind auch schon ein bisschen sehr ausgelastet. Und die Verkäufer sowieso. Die arbeiten ja alle alleine. Tier ist entkommen. Das stimmt überhaupt nicht. Naja, so gesehen stimmt das schon. Dann kriegt ihr halt eine richtige Barriere, ey. Wenn ihr jetzt da hinten irgendwo aus dem Nichts rausgeht, oder ich müsste hier hinten rüber gehen und dann da oben. Verdammt! Verkehrt rum. Oh, das ging aber jetzt schnell. Ah, sieht aus, als hätten wir schon einen Zoo. Oh, das ging aber schnell. Du machst mich wirklich stolz. Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich mir immer ausgemalt, dass ich einmal mein Kind beauftrage, einen Zoo zu bauen. Aber das sollte wohl nicht sein. Es sei denn, wärst du eventuell bereit, dich adoptieren zu lassen?
Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Jetzt, da du deine Bronzeziele erreicht hast, wie Nancy immer sagte, kannst du, wenn du das möchtest, dich dem nächsten Zoo zuwenden. Könnte ich. Mir wäre es natürlich lieber, wenn du noch bleibst und dich auch um die restlichen Ziele kümmerst, aber ich kann dich verstehen, wenn du weiter und vor allem weiter nach oben willst. Wie in einem Aufzug. Es sei denn, der Aufzug fährt gerade nach unten. Wo bringt er denn die... Wird verfrachtet? Ach so, weil es krank ist. Sollte ihnen auch mal endlich was zu essen geben. Rappentan. So, den Wassertrog. Eine Reibsäule, Futterball. Ihr müsst euch leider mit einem normalen Rückzugsort zufrieden geben. Boah, ich würde den großen... Ich weiß, das Tier groß, das Tier klein. Ey, das ist immer... Extra groß werden die ja wohl nicht sein. Also kommt immer noch die Situation. Na, eben kurz beenden. Kann man, glaube ich, nirgendwo einsehen, ne? Tut mir leid, da müssen wir einen Sichtschutz vormachen. Die Tiere müssen auch mal schlafen können.
Kämpfe um Alpha-Status. Okay, die Rappenantilopen mögen das nicht, wenn man mehr als ein Männchen hat. Ach, da wollte ich vorher wirklich noch reingucken, ey. Polygyn. Nein. Partnerlose Männchen 1 bis 6, partnerlose Weibchen 1 bis 11. Bis zu einem Männchen, bis zu 10 Weibchen. Das ist schlecht. Gäste können Gehege betreten. Nein, Beziehung zu Menschen neutral. Ach so, ja, wir müssen das Wasser noch reinigen. Habe ich auch noch nicht, mich noch nicht drum gekümmert. Wasseraufbereitung. Noch nicht drum gekümmert ist das falsche Wort, aber ich muss halt einfach dafür was hinstellen. Oh, das amerikanische Bison hat Nachwuchs. Wir haben ein Mini-Bison. Hallo, kleines Bison. Weißt du mal, wie ich Kirre wird, wenn du in einen von diesen Hot-Mode-Bonus reingehst und dann zurückgehst, dass das erstmal total abdunkelt, das Bild, und dann heller wird. Kämpfe wegen inkorrekter Geschlechterverteilung. Euch wird zu kalt. Acht bis 40 Grad. Mehr als 10 Grad bekommt er aber nicht. Wir müssen Stromkosten sparen. So, besser als in Minusgraden rumzulungern.
So, Gästezufriedenheit auf 3,5 Sterne. Tierbewertung 3,5 Sterne. Schon wieder Nachwuchs? Quarantäne, du bist krank. Du bist krank. Muss ich mal endlich hier die so, welches Männchen darf denn hier bleiben? Wie ist denn eure DNA? Da ihr seid beide nicht so die hellsten. Immer zum Tierhandelszentrum. Ich weiß, wir können das Tier, glaube ich, nicht verkaufen. Na, mal gucken. Nein, du bleibst da. Nur Weibchen dürfen da rein. Und ein Männchen, ey. Das ist wieder... Ja, weg mit dir. So, dann haben wir schon zwei kleine Mini-Bisons. Ja, dieses kleines Ding, ey. Ich weiß, irgendwie kann man mehrere Sachen auf einmal auswählen. Aber ich finde einfach nicht die richtige Sache. Die Animationen in dem Spiel Sarulon sind einfach super. Klar, ein paar Sachen passen nicht hundertprozentig. So, alle denken, die Tickets sind jetzt inzwischen sehr günstig. Dann machen wir doch mal ein bisschen teurer. Kein Strom.
hast du gerade zwei verschiedene Arten ins selbe Gehege gesteckt. Ja, weil manche Arten kannst du zusammen in einem Gehege halten. Die profitieren von anderen Arten im selben Gehege. Dafür muss man die Zoopedia lesen. Rahmen ziehen über Pausezeichen. Ah, da! Ach, Sarolon, du bist einfach mein Held, ey. Klicken oder ziehen. Das ist nicht alles die falsche Flora und Fauna. Die Steinchen können natürlich bleiben. Flora, nicht Fauna. Die Tiere können nichts dafür, dass sie da sind. So, jetzt wird das Wasser auch sauber mal langsam. Vielleicht werden dann meine Tiere nicht ständig krank. So, ihr bekommt auch einen neuen stabilen Rückzugsort. Keine Sorge. Also eigentlich will ich da gar keinen Raster gerade machen. Ach, das ist ja einfach. Kann ich die ein bisschen verlängern, dann sieht das nicht mehr ganz so doof aus. Okay, ich darf das Gelände nicht hoch oder runter ziehen, dann ist das so. Kein erreichbarer Mitarbeiterraum, wahrscheinlich keiner, wo man zurzeit noch rein kann, weil die alle voll sind. Sicherheitsbüro, PR-Kurs, Pausenraum. Okay, man kann gewisse Boni ausführen.
Hallo, Targaryen, irgendwas, schieß mich tot. Warum ist das Ding auch kaputt? Vandalen? Jeder kennt sie, die Zoo-Vandalen. So, Bildungswert erhöhen. Das kann ich doch bestimmt mit diesen komischen Infotafeln auch machen. Also mit diesen Erhaltungsinfotafeln. Alter, was ist denn hier los? Amphibien aussterben. Wilderei und Handel mit exotischen Tieren. Aber hier Amphibien sterben dran. Das passt dahin. Hier machen wir einfach nur Ökotourismus. Abholzung der Wälder. Und du bist bestimmt verkehrt rum, natürlich. Spendeneimer am neuen Gehege? Ja, kacke. Du hast recht, da haben wir auch nichts. Komisch, an der Schräge kann ich den überhaupt nicht platzieren. Sieht ja aus, wenn die Tafel auf die drauf stürzt gleich. Kind, geh nicht so nah an die Tafel. Sie macht mir ein bisschen Angst. Thank you.
Okay, der Bildungswert ist dadurch jetzt nicht so stark gestiegen. Und warum wird das Ding nicht repariert? Meldung über Kunststoffmüll direkt neben den Informationen, beziehungsweise direkt über die, neben den Souvenir-Ding. Ich glaube, sowas kannst du nicht machen. Scheiße. Komm mal her, du Rappen. Schieß mich tot. Afrikanische Graslandschaft. Kontinent afrikanisch. Ich finde so toll, du filterst schon, ne? Und dann setzt du das. Und es ist falsch. Schönen guten Morgen, Carnivore im Chat. Gehen da oben übrigens einfach nicht hin, oder finden die es einfach generell scheiße, den Rückzugsort? So, leiden unter niedrigem Wohlbefinden. Qualität der letzten Mahlzeit, Stress. Versucht sie zu verstecken, weil es gestresst ist. Thank you.
Oh, vielen Dank. Vielen Dank für die Spende, wer auch immer es gerade war. Ich habe natürlich das Spending-Tool gerade nicht an. Ich schaue aber mal, damit man dich wenigstens namentlich erwähnt. So, jetzt müssten die aber einen Sichtschutz haben. Die Bepflanzung haben wir schon übertrieben. Ich finde, hier oben ist das halt immer noch total doof. Vielleicht gucken die Leute einfach zu viel über die Zäune. Gibt zu viel Sichtbereich für die. Nochmal 2,5 Meter, das schaffen die nicht mehr. Keine Ahnung, was da aus den Hörern dröhnt. Ich meine aber gehört zu haben, dass ich spenden soll. Danke, Little Panic, für die Spende. So, hatten wir hier nicht noch irgendwas für das Gehege selbst nacherforscht? Amerikanisches Bison. Guck mal, ihr könnt doch einen großen Ball haben. Einen schönen Rückenkratzer. Den hängenden Futterspender. Mein Gott, du kannst... so viel Kram da reinpfeffern. Bin eigentlich schon fast zu viel, um die zufrieden zu machen. Den Eisklumpen hatten wir schon gesetzt, oder? Der Eisblock gehört nicht zu Futter. Der gehört zu dieser anderen Kategorie. Greifball. ...90% Lebensqualität ist erstmal okay. Sieht aus wie eine Spielhalde für die. So, unsere Ratter, schieß mich tot, die machen auch gerade Babys.
Futterspender minus. Ach, da ist sogar schon kleiner Nachwuchs. Wahrscheinlich, weil der Futterspender leer ist. Aber meine Mitarbeiter sind halt durchgehend beschäftigt. Tja. Nee, Warteschlange. Wie baue ich denn eine Brücke? Wegstützen, gebogenes Gefälle, Geländer an erhöhten T-Kreuzung. Weg löschen. Das sind Warteschlangen. Geil, ne? Im Infotext stand Maus hoch, runter. Die Frage, aus was setzt sich der Bildungsinhalt zusammen? Bildungsinhalt sind Informationstafeln, Lautsprecher und so, solche Geschichten. Drückt halt die Maustaste. Ah. Ups, eins zurück. Lass das. Oh, auf YouTube mache ich jetzt erstmal einen Break. Was ist das Thema der Folge gewesen? Ein Gnu und Du oder irgendwie sowas. Thank you.
Nimm mal lieber einen großen Trog. Die ballern das Futter nämlich hier so schnell weg, ey. Das ist ja immer leer. Ach, so wird das Gelände angepasst, ne? Aber selbst darf ich da nicht Hand anlegen, ey. Das ist wirklich eine tolle Nummer, ey. Jetzt habe ich da so eine eklige Geländekacke und kann es nicht verändern.